So, dann also herzlich willkommen beim ESB-Tutorium. Aufgabenblatt 6, glaube ich, jetzt mittlerweile. Und wenn ihr euch das angeguckt habt, vielleicht habt ihr schon so ein Gefühl, was wir heute ganz viel haben. Wir werden heute mit dem Shiften von Werten uns beschäftigen und ja, wie man Binärwerte nochmal manipulieren kann, auch auf gewisse Art und Weise. Das kommt heute ganz viel dran. Aber ganz am Anfang nochmal so ein bisschen was zurück in Richtung der letzten Woche. Hier Aufgabe 6.1 geht es darum, man hat einen Text und man könnte ihn in verschiedenen Codierungen angeben. Und gegeben ist, dass wir die ja, für ISO 8859-1 Codierung 8-Bit für jedes enthaltene Zeichen brauchen, für direkte Unicode-Codierung 16-Bit und UTF-8-Codierung sind dann Vielfache von 8-Bit. Und ja, das Ganze sollt ihr dann mal in der Hausaufgabe machen mit einem, in dem Fall deutschsprachigen Text mit 500.000 Zeichen. Wir machen es mal ein bisschen einfacher. Wir schnappen uns jetzt hier auch einen Text, in dem Fall mit 100. Ich muss mal ein bisschen größer, mit 100.000 Zeichen. Und genau. Als Sonderzeichen gibt es nur das SZ. Und das sind 5% des Textes. So, zwar für die Hausaufgabe habt ihr ja diverse Umlaute angegeben. Was müsst ihr dann vielleicht machen, wenn ihr dann Besonderheiten betrachtet? Also hier machen wir jetzt nur SZ. In der Hausaufgabe gibt es irgendwie 0,56% für R, 0,287% für Ö, 0,6, also irgendwie dann noch Ü und dann gibt es nochmal das SZ. Schon ein Gefühl, was man da vielleicht machen muss oder wohin es dann geht. Dann fangen wir ganz. Dass wir dafür Sonderzeichen brauchen mit mehr Bits. Also Genau. ich würde jetzt berechnen, wie viele Bits braucht das SZ und würde das dann halt einzeln berechnen. Und mit den 95% würde ich dann halt die 8 Bits nehmen. Genau, es geht darum, dass wir, genau richtig, dass es unterschiedliche Mengen gibt, die dieser Text gegebenenfalls braucht. Also in der ISO 8859-1, wo wir nur 8-Bit brauchen pro Zeichen, können wir das direkt berechnen. Da sind es wirklich dann 8-Bit pro Zeichen, das heißt 100.000 mal 8-Bit. Und das heißt, hier kämen wir dann auf 800.000 Bit. Bei direkter Unicode-Codierung, wie wäre das da? Wenn wir jetzt eben ISO 8859-1, wir wissen, dass da 8-Bit für jedes enthaltene Zeichen ist und jetzt bei direkter Unicode-Codierung, wie wäre das da? Was hatten wir eben gesagt? Was steht im Aufgabentext dazu? Wie viel Bit brauchen wir insgesamt? Genau, 16 Bit pro Zeichen. Das heißt, auch das ist relativ einfach eine, ja, straightforward Rechnung. So, wenn wir 100.000 Zeichen haben, mal 16 Bit. Genau, hätten wir jetzt 1.600.000
Bit, oder man könnte das Ganze natürlich auch umrechnen. Das müssten dann, ne, 8 Bits sind ein Byte. Das heißt, wir haben 200.000 Byte und 200.000 Byte könnten wir auch sagen, 200.000 Kilobyte. Wir könnten es jetzt auch noch in Megabyte umrechnen. Ja, nur dass man so ein Verständnis hat. 200.000 Kilobyte, das müssten dann 0,2, ja, Megabyte sein. So, also ISO 8859-1 straightforward, direkte Unicode-Codierung auch straightforward, das eine mal 8 Bit, das andere mal 16 Bit pro Zeichen. Da müsst ihr nur wissen, wie lang ist der Text, den ihr berechnen sollt. Für UTF-8-Kodierung steht hier ja so schön Vielfache von 8 Bit. Das liegt jetzt daran, dass, ich weiß es gar nicht, hattest du es vorhin gerade eben in der Erklärung oder eben gerade davor gesagt, dass wir da für die Umlaute in UTF-8 eben 2 Byte brauchen. Also da kommen wir nicht mehr mit einem Byte aus. Ein Byte ist für alles, was nicht in Umlaut ist oder dieses SZ-Sonderzeichen, sondern wir brauchen da 2 Byte und da müssen wir, wie eben schon richtig gesagt, das einmal trennen. Dass wir einmal gucken, wir haben 95% des Textes, haben wir mit einem Byte vorliegen und wir haben 5% des Textes mit 2 Byte vorliegen. So, jetzt nur um zu gucken, dass alle mitgekommen sind. Warum ist 5%? Warum 5%? Woher weiß ich das? Warum haben wir jetzt gesagt, 5% des Textes hat 2 Byte? Weil sich da um das Schachwerk handelt. Genau, also weil wir hier halt eben gesagt haben, 5% des Textes enthält ein SZ. Ich will nur noch mal darauf hinaus, dass ihr wisst, wo ihr wieder nachgucken müsst, dass man sich dann nachher nicht wundert. Und das ist eben das, in der Hausaufgabe habt ihr halt nicht nur das SZ, sondern da habt ihr auch noch Umlaute, drei verschiedene Arten, die es gibt. Aber alle brauchen die gleiche Anzahl von Byte am Ende. Nun müsstet ihr das halt eben gucken, dass ihr das zusammenfasst. Hier ist es einfacher, wir haben nur das SZ. Das heißt, wir haben 5% Sonderzeichen, also erstmal UTF-8. Das müssten dann 5000 Zeichen sein, meine ich. Ja, 5% von 100.000. Und wenn wir das dann zusammenrechnen, dann haben wir einmal die 100.000 Zeichen minus die 5.000, also der Rest, der quasi übrig ist. Das sind jetzt die 95% unseres Textes mal ein Byte. Und dazu die 5.000 Zeichen unseres Textes mal 2 Byte. Sollten dann bei 105.000 Byte rauskommen. So weit, so schnell. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen, sonst gerne. Du denkst noch nach. Okay. Sonst mache ich erstmal weiter. Das ist 6.1a. 6.1b. Also, ja. Also basierend darauf, dass im Unicode-Standard es Bereiche gibt, die für besondere Symbole reserviert sind, sollt ihr rausfinden, wie viele Symbole in diesem Bereich liegen. So, wenn ich jetzt einen Bereich gegeben bekommen habe, also angenommen, ich sage, ich habe nicht die aus der Hausaufgabe, sondern ich habe besondere Symbole vorliegen in dem Bereich. Und Unicode wird 0397 bis 01B2. Also das ist jetzt willkürlich gewählt, ne? Das ist jetzt einfach nur, damit wir es angucken sollen. Es sind jetzt nicht irgendwie da die chinesischen Zeichen, die sind ja in der Hausaufgabe woanders.
Aber angenommen, wir hätten diesen Bereich jetzt so definiert und ich soll herausfinden, wie viele Symbole das sind. Wie würdet ihr daran gehen? Die Kannst dann. du vielleicht erklären, was auch U+ bedeutet? U+. Ich kenne jemanden im Raum, der weiß, was das U+ bedeutet. Mindestens eine Person. Möchtest du es erklären kurz? U+ sagt, dass es sich um Unicode handelt. Also ein Präfix für einen Unicode. Ein Unicode ist ja sozusagen eine Datenbank, wo Zeichen hinterlegt sind, die repräsentiert werden können zu einer 16-Bit-Zahl im Binärcode. Genau, also das heißt, also grundsätzlich erstmal richtig, genau, wir haben hier den Hinweis auf Unicode vorliegen und die Zeichen, die darauf folgen, sind entsprechend Hexadezimalzeichen. Auch das ist dann quasi eine Formatangabe. So, ja. So, und dann war jetzt da hinten noch eine Frage? Oder? Ja, weil du die kannst alle zahlen, also die 0 kannst du auf 4 Nullen aufschreiben, die 3 kannst du auf 0021 aufschreiben und dann hast du nachher 16 Zahlen von 0 und, also aus 0 und 1 und das ist dann eine 16-Bit. Wie viele Zeichen können wir denn dadurch haben? Speichern, mit 8. Das, wie viel wir insgesamt speichern können, das müssen wir doch, also der Zeichensatz ist ja relativ breit definiert. Das müsste man dann sonst auch mal ausrechnen, wie viel man Ist insgesamt aber hat. schwierig, wenn wir bedenken, dass wir noch die 1, 1, also die mit dem Präfix vorne raus, irgendwie noch mit einbeziehen müssen. Das würde ich voll kompliziert einschätzen. Für die Aufgabe sollt ihr ja berechnen, wie viele Symbole in diesem Bereich liegen. Also das heißt, wir haben einen Bereich. Das sind Hexadezimalzahlen und wir sollen herausfinden, wie viele Symbole da drin liegen. Also, das heißt ja, dann dieses U+ spielt keine Rolle für die Subtraktion an sich. Richtig, für diese genau diese Sache, einfach um zu wissen, wir sollen da müssen irgendwie Zahlen berechnen, die Anzahl können wir das U plus ignorieren. Okay, machen wir Weil einfach. das ist ja nur ein Hinweis für uns, dass das Unicode Standard ist. Ja, okay, dann machen wir doch einfach genau das, was wir sonst immer machen. Also, diese höhere Grenze 0142 minus 0397. Weil wir hier wieder. Hier müssen wir halt das 16er Komplement bilden, also wir invertieren die Bits. Muss man halt darauf achten, dass man das dann richtig macht. Mit, also 0 wird dann wahrscheinlich zu 11, 3 wird dann zu, keine Ahnung, 10 oder so. Muss man halt richtig machen. Danach 3 plus 1. Genau, also genau richtig. Wir ziehen quasi die untere Zahl von der oberen Zahl ab, weil wir den Bereich dann haben wollen. Da das Hexadezimalzahlen sind, müssen wir bei der Komplementbildung darauf achten, wie wir mit Hexadezimalkomplementen rechnen. Ihr erinnert euch, dass ich, glaube ich, beim ersten Mal, als wir Komplemente hatten, auch schon gesagt habe, ne, ob Hexadezimalkomplement oder ein anderes, es ist immer das Gleiche. Ich habe einmal irgendwie auf der einen Seite die 0 und auf der anderen Seite habe ich dann, das invertiere ich mit dem höchsten darstellbaren Wert aus diesem Zahlensystem. Bei Hexadezimal ist es halt das F. Und die anderen folgen dann entsprechend äquivalent. 1e, 2d, 3c, 4b, 5a, 6, 9 und 7, 8. Passt. 7, 8. So, die invertiere ich jeweils miteinander. Um halt nicht die Subtraktion rechnen zu müssen und vor allem, weil ihr eine Hausaufgabe auch gesagt bekommen habt. So, muss ich was noch schreiben. Weil ihr eine Hausaufgabe da ja auch gesagt bekommen habt, dass ihr das mit dem 16-Komplement machen sollt. Also, das heißt, wir invertieren. Wir haben 01B2 plus, oh ja, 0397. Wie lautet jetzt das 16er Komplement? Ja? C 6 8 nee, 6 9. 6, 9, genau.
Also 0 wird zu F, 3 wird zu C, 9 wird zu 6, 7 wird zu 8 und dann addieren wir noch einen da drauf, damit wir dann auch das 16er Komplement haben. Ja, weil wir invertieren plus 1, dann haben wir das, ja, das, was war es, das B-Komplement, also 16er Komplement. Vorher hatten wir das 15er Komplement. Und dann können wir das Ganze addieren. Möchte jemand zur Übung hexadezimal addieren? Ja? Rechts nach links. Hm? Und dann ein Übertrag. Ist dieses FC69 das Komplement schon? Ja. Das ist das 16er Komplement. Außer wir haben uns irgendwo vertan. Von Von 031. 030397. Ne, weil das ist ja 039097 ist, was wir ab subtrahieren wollten. Und deswegen haben wir dann hier das Komplement gebildet. Ich glaube, das muss 1 zu 1. Okay, gehen wir mal von ganz hinten langsam durch. Also 9, 9 plus 2, 9 plus 1 erstmal wäre A, 9 plus 2 ist B. Soweit erstmal gut. Dann haben wir hier B plus 6. Also wenn ich sowas rechne, ich fange gedanklich immer einfach mit der höheren von den beiden an. B plus 1 wäre C, B plus 2 wäre D, B plus 3 wäre E, B plus 4 wäre F, B plus 5 wäre 0 und ein Übertrag, B plus 6 wäre 1 und ein Übertrag. Wenn jetzt 11 plus 6 gerechnet sind, 17 minus 15 sind eigentlich 2, oder? Habe ich mich Ja, verzählt? die 0 ist ja auch schon Genau, also um den Übertrag zu erreichen, müssen wir 5 addi erstmal addieren und dann nochmal einen drauf, den wir dann über haben. Mach mal eine Übertragszeile da rein. Wir haben einen Übertrag von 1 hier drin. So, und dann haben wir 1 plus c plus 1. Welcher Wert? Nicht ganz. E, genau. Alles gut, deswegen üben wir es ja auch hier. Und dann haben wir noch das F. Und ich frage mich gerade, ob wir irgendwo einen Fehler gemacht haben. Mal dahinter schreiben. Bei FC69 ist Komplement von der und der Zahl, weil ich habe gerade die Verbindung da gar nicht hinbekommen gehabt. Ja. Nein, es ist richtig. Das Ding ist, ich habe bei der Aufgabenstellung nicht aufgepasst und irgendwie was anderes gemacht, als was ich zu Hause gerechnet habe. Fällt wem auf, was wir gemacht haben? Naja, was haben wir jetzt denn berechnet? So, einfach nur Haben die. ein Zeichen, ein Zeichen ist einfach Nee, weg. wir haben die größere Zahl von der kleineren abgezogen. Natürlich kommen wir ins Negative.
den 01B2 minus 0397. Das ist die kleinere Zahl oben. Ja, das ist die kleinere oben natürlich. Weil die eine, die 1, die Stelle hier vorne ist ja die 1 und deswegen. Okay, dann ist es klar, dass wir jetzt natürlich an eine negative Zahl kommen. Genau, wir haben keinen Übertrag, sonst wären wir ja auch fertig und wüssten, dass das unser Ergebnis schon wäre, aber so haben wir eine negative Zahl, was uns ja auch netterweise das F hier zeigt. Wir können es nochmal machen oder wir können ja mal gucken, was für eine negative Zahl wir raus haben. Wie kriege ich denn jetzt raus, was das für eine eigentlich negative Zahl ist? Also minus wie viel habe ich denn jetzt hier vorliegen? Ja? Mal bilden wir nochmal das Komplement und gucken wir mal, was rauskommt, wie gut das passt. Vielleicht haben wir ja trotzdem mehr oder weniger alles richtig. Also, F, ja, dann. Genau, dann erstmal 4 plus 1 sind 5. Ne, also B wird mit 4 invertiert. Deswegen habe ich es oben einmal hingeschrieben. Also gilt auch für euch, wenn ihr irgendwie, und sei es dann irgendwie in der Klausur, dass ihr euch dann anfängt, oh verdammt, wie war das jetzt, Invertierung von Hexadezimal? Ja, einmal kurz runterschreiben. Dann ist man sich immer noch mal so ein Tick sicherer, als wenn man anfängt, das nur im Kopf zu machen. Okay, minus 01E5, das heißt, wir sollten zwischen diesen beiden Bereichen ein 1E5 Zeichen haben. Das ist tatsächlich auch der Wert, auf den ich raus wollte. Das ist gut. Das heißt, wir haben uns nicht verrechnet. Super. Der Abstand ist ja trotzdem der gleiche, egal ob wir jetzt ins Negative oder Positive gehen. Aber eine Sache gibt es noch. Also, wenn ich jetzt einfach die größere Zahl genommen hätte und die kleinere abgezogen, dann hätte ich jetzt, wie gesagt, 1E5 rausbekommen. Was muss ich noch berücksichtigen? Wenn die Zahlen, diese Symbole, die Anzahl, die ich berechnen soll, im Bereich von 1B2 bis 397 liegt. Ich habe fast das richtige Ergebnis, aber nur ganz fast. Nee, U plus ist ja nur der Hinweis auf Unicode. Hast du eine Vermutung? Genau, es muss noch mal ein Zeichen mehr sein, weil ich habe hier diese 1b2 habe ich abgezogen, aber das Zeichen 1b2 ist ja selber auch noch mal Teil des Ganzen, weil man, wenn man sagt von 1b2 bis 397 sind das die Zeichen, dann schließt das in der Regel die auch mit ein. Okay. Vielleicht. Genau. Ne, weil ich die einfach mit, in dem Fall dann hier jetzt bei dem kleinen Beispiel die 3 oder bei unserer großen Rechnung die 1b2 mit abgezogen habe. Also das mit dann einfach das eine Zeichen addieren. So, dann haben wir noch ganz kurz den Punkt. In C sollt ihr sagen, der chinesische Text, also der mit den 750.000 Schriftzeichen, wie viel braucht er bei direkter Unicode-Darstellung und wie viel bei UTF-8? Und dafür
Was müsst ihr dafür wissen? Naja, was ist dann in direkter oder ja, gern? Also bei Unicode, da haben wir eigentlich meistens immer 16 Bits. Hm, Und das. bei UTF-8 würde ich jetzt vermuten, dass die chinesischen Schriftzeichen auf vierter Ebene liegen und dann halt eben hauptsächlich 16 Bits haben. 32. Nee, warte. Was? Fast. 32. Also die direkte Unicode auf jeden genau richtig, 2 Byte pro Zeichen, also 16 Bit. Anzahl ist ja gegeben. Und für UTF-8 müssten das 3 Byte pro Zeichen sein. Müsstet ihr aber auch Okay. nachgucken können. So, und das ist dann halt entsprechend, ja, das sind dann ja, da habt ihr nicht irgendwelche anderen Dinge, sondern das ist alles hier Chinesisch, Japanisch, Koreanisch in dem gleichen, die dürften alle gleich behandelbar sein. Dann müsste man aber in die UTF-8-Tabelle reingucken, auf welcher Ebene die liegen. Und da steht dann Genau, wahrscheinlich. das sollte in der Tabelle dann entsprechend sein, das müsstet ihr einmal nachgucken. Und ja, das braucht man normalerweise, das dann in der Tiefe so nicht zu Hause, also sonst halt nicht wissen, weil das ist ja was, das schlägt man sonst auch nach. Aber es geht hier mal darum, dass ihr eben einfach wisst, es gibt verschiedene Zeichensätze, die haben verschiedene Auswirkungen. Je nachdem, in welchem Zeichensatz ich arbeite, brauche ich dann halt mehr oder weniger Speicherplatz. Und ja, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wann halt Zeichen dazugekommen sind oder wie häufig sie dann auch benutzt werden. Ja, und das, was halt so ganz klassisch ist, die Sachen, die halt, sag mal, das typische Standardalphabet, was man nach westlicher Art halt kannte, das war halt erstmal das, was am wenigsten dann an Speicherplatz auch verbraucht. Zumindest eben für die UTF-8-Darstellung. Gut, das sollte dann aber dann für euch auch dann reichen, dass ihr mit Aufgabe 6.1 zurechtkommt. Hoffe ich jedenfalls. Ja? Weil wir drei Sprachen haben oder Nee, generell die drei 3 Bytes, Sprachen. also okay, gut, dann ganz kurz die UTF-8, der UTF-8-Zeichensatz hat eine Definition, welche Zeichen sind in welchem Bereich. Und die chinesisch, japanisch, koreanischen Zeichensymbole sind alle in dem Bereich oder sollten alle meines Wissens in dem Bereich sein, wo du halt 3 Byte pro Zeichen brauchst. Das hat nichts damit zu tun, dass es 3 Sprachen sind. Wenn ich jetzt nur chinesische Schriftzeichen genommen hätte, dann wären die auch alle mit 3 Byte. Oder nur japanische Schriftzeichen oder nur koreanische Schriftzeichen. Ist das, weil wir sozusagen die Zahl, also sozusagen die erste chinesische Zeichensatzzahl, dann zum Beispiel 0, 1, B, 2, weil wir dafür 16 Bit brauchen, beziehungsweise 24 Bit als Darstellung, oder woher, weil, also was meint man mit Bereich, liegt im Bereich der 3 Byte? Du kannst in die, also in der Unicode-Tabelle steht das, glaube ich, drin. Also das. Da werden die einzelnen Ebenen nochmal erklärt. Also wenn du Unicode auf Wikipedia eingibst, dann wird das so ein bisschen erklärt, in welche Ebene welche Sprachen eingeteilt werden. Ich gebe dir nur den Tipp. Ich gebe dir nur den Tipp. Für Unicode bei Wikipedia lest er durch und einmal UTF-8 und lest er durch. Das ist nicht so viel. Und dann verstehst du das eigentlich. Okay. Ist das jetzt eine Sache, die man weiß oder die man herleiten kann? Das Das müsstet ihr einmal ändert sich ja. nachschauen. Ihr solltet das aber auch. Das Ding ist halt, die Frage, wenn die Sprachen verwendet werden. Das ist ja in dieser ASCII-Tabelle drin. Das wird meistens so dargestellt mit, wird meistens so dargestellt, fängt mit einer 0 an. Wenn du jetzt aber mehrere Bytes hintereinander setzt, das ist immer der Präfix, der zeigt, okay, hier kommt jetzt noch die nächste Zahl gehört noch mit zu mir. Ja? Weil normalerweise, also diese Zahl hier ist ja das, die verrät, dass diese Zahl mit dazu gehört. Weil hier nochmal 1,0 dran ist. Diese 1,0 und 1,1,1,0 ist immer Präfix. Und hier siehst du, okay, die brauchen 2 Bytes, aber wenn du jetzt zum Beispiel hier rüber gehst, der Notenschlüssel, Violinschlüssel, der hat 4 Bytes.
Genau, also ihr habt die Folie, ich habe die jetzt hier auch gerade noch mal rausgeholt. Vielleicht kriege ich sie auch gleich noch mal größer. Mal. Und Symbole, die weniger oft verwendet werden oder ganz wenn es den meisten in der dritten oder vierten Ebene. Und da brauchst du halt dann eben zwei Geige oder fünf. Weil du mehr Möglichkeiten da kriegen kannst, nach draußen Genau, nein, nein, nein. Also es gibt wirklich, es ist einfach UTF-8 ist einfach definiert, dass bestimmte Zeichen, da reicht es, wenn man das Ganze mit entsprechend mit einem Byte abdeckt. Es gibt bestimmte Zeichen, wo du 2 Byte brauchst, es gibt bestimmte, wo du 3 Byte brauchst. Und das sind dann hier auf, ach so, genau, ich wollte euch sagen, welche Folie ist das? Hier 284, 285 im Foliensatz. Warte, Event, ich habe das falsche, ja, okay, vielleicht ist es auch irgendwo anders drum, andere. Also im Bereich der Zeichenkodierung habt ihr entsprechende Folien. Oder sonst halt eben auch bei Wikipedia Sachen, die seltener benötigt sind, die kommen dann halt einfach später vor. Und es gibt dann genauso eben auch die Definition, wo die chinesischen, die japanischen und die koreanischen Schriftzeichen sind. Und man kann nicht alles mit einem Byte abdecken. Das geht halt einfach nicht. Ja, es fängt halt eben schon an mit den ganzen Umlaute aus den ganzen Sprachen. Und dann gibt es halt eben alles Mögliche dann noch an Sonderzeichen von Sprachen. Also Chinesisch, Japanisch, Koreanisch ist ja auch nur ein Beispiel. Dann haben wir ja auch noch alles, wenn man so guckt, ich meine Richtung Farsi oder eben arabische Sprachen, da haben wir ja auch noch wieder Sonderzeichen. Ja, alles soll, UTF-8 soll alles, alle Zeichen irgendwie darstellen können, aber nicht alle, es können halt nicht alle nur mit einem Byte leben, dann kommt man halt nicht hin. Gleichzeitig will man aber auch nicht Speicherplatz verschwenden, dass man für alle 3 oder 4 Byte benutzt. Das ist das, was dahinter steckt. Gut, haben wir die Verwirrung aufgeklärt? Gut. Also, ich glaube, ihr solltet euch auf jeden Fall eben merken, dass ihr in der Regel, ich sage mal ganz vorsichtig, in der Regel so die normalen Standardzeichen, die wir kennen aus dem Alphabet, eher mit einem Byte habt, dass ihr die Sonderzeichen, dass ihr die, also Umlaute und einfache Sonderzeichen in unserer Sprache eher bei 2 Byte habt und dann tatsächlich die chinesisch-japanisch-koreanischen Schriftzeichen, die sind dann bei 3 Byte. Fragt mich bitte jetzt nicht die anderen Beispiele, die ich gerade nannte. Müsste ich jetzt selber nachgucken, wo die gelandet sind. Wahrscheinlich aber auch irgendwo in dem Bereich 3 Byte. Vermute ich jetzt aber nur, das weiß ich nicht sicher, das müsste ich dann nachgucken. Okay. Dann gehen wir jetzt aber zu Teil 2. 662, beziehungsweise steigen ein in das Thema Shiften von Zahlen. So, ihr sollt, was sollt ihr machen? Ihr sollt Shift-Operationen statt Multiplikation benutzen. Benutzt werden darf etwas, das sieht so aus wie 2 Pfeile nach links. Das ist das Zeichen für unseren Shift beziehungsweise den logarithmischen Shift. Dann haben wir das Plus. Und das Minus. Das ist das Einzige, was erlaubt ist.
Und was steckt jetzt eigentlich dahinter? Vom Grundsatz her haben wir die Möglichkeit, dass wir etwas vorliegen haben in der Form x mal 2 hoch n. Also eine Multiplikation im Endeffekt mit einer Zweierpotenz. Und das ist vom Wert her äquivalent zu einem Shift um entsprechende n Stellen. Also Shift nach links. Ne, das n ist dann wieder das gleiche wie das hier oben. Also x mal 2 hoch n ist dann äquivalent zu x links Shift n. Und wenn ich mir das mit einem Beispiel angucken würde, also angenommen, ich habe hier eine Zahl, nehmen wir mal 0, 0, nehmen wir mal 4 Nullen und eine 1. Und ich will das Ganze um 3 Stellen nach links shiften. Ja, machen wir mal hier irgendwie so x links Shift 3. Bisschen schlecht geschrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Dann würde in dieser Bitkette, das waren jetzt 5 Bit, so, das wäre diese 1 hier, habe ich jetzt 3 Stellen nach links geschoben. 1, 2, 3 auf diese Stelle. Das ist das, was das Shiften erstmal meint. Also ich schiebe wirklich die Zahl nach links. Und deswegen ist sie jetzt im Ergebnis an der Stelle gelandet. Und wenn wir uns das jetzt mal dezimal angucken, was da eigentlich passiert ist, also ja. Mit einer 1 an der zweiten Stelle mal ausprobieren, dass dann auch noch eine 1 ist. Also dass man da zwei Einsen anstelle zu beiden Stellen hat und dann ein Dreier-Shift macht nach links. Also ich meine, nur 0, 0, 0, 1, 1. Du Dass willst wir das Beispiel einmal durchgehen null und null dann so den gleichen Shift machen. null eins eins und dann auch wieder hier ein Shift nach drei nach links. Ja, können wir auch machen. Damit ich das Genau, dann würde diese 1, 1, 2, 3 Stellen dahin gehen. Und diese 1, 1, 2, 3 Stellen dahin gehen. Und alles andere, also die Nullen schieben sich genauso. Das sollte man vielleicht auch sagen, ne? Die Nullen schieben sich auch, nur das können wir dann auffüllen, da wo keine 1 dann jetzt gerade bleibt, dann ist da auch eine 0 über. Das heißt, 1, 2, 3, die 1 ist ganz vorne. Und dann kommt die 1. Und ja, links fällt irgendwie dann das weg und rechts kommen dann wieder, wird mit Nullen dann aufgefüllt. Und so habe ich das dann nach links geschoben. Es gibt noch andere Arten zu shiften, wo dann das so ein bisschen anders aufgefüllt wird. Da kommen wir dann gleich zu. Aber erstmal sollen wir uns ja hier in der Aufgabe auch nur mit dem einfachen Shift nach links beschäftigen. Deswegen mache ich jetzt erstmal dann auch nur diesen Teil. So, na, dann nehmen wir das auch hier. Was hatte ich hier für einen Wert? An sich, ich hatte den Wert genau, hier oben den Wert 1 ist ja nur quasi das erste Bit gesetzt. Also 2 hoch 0 ist ja dann der Wert 1. Und wenn ich das mal einsetzt in die Formel, mein x war 1, 1 war mein Ausgangswert, 1 mal 2 hoch 3. Na, das ist jetzt nur hier oben eingesetzt. 2 hoch 3 ist 8, 1 mal 2 hoch 8, dann habe ich den Wert 8 und jetzt gucken wir mal 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Und genau da habe ich jetzt hier auch entsprechend die 1. Das heißt, ich habe rechts dann den Wert 8. Hier unten hatte ich jetzt gestartet mit 3. Also 1 und 1 hat ja den Wert 3. Mal 2 hoch 3.
Das heißt 3 mal 8, das heißt, wir wären bei 24. Jetzt müssen wir mal gucken. 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Das heißt, hier haben wir einmal 8 plus 16. 16 ist ja der hier, ist 24. So, warum macht man das Ganze jetzt eigentlich? Also erstmal, ihr seht vielleicht damit, der Wert ist der gleiche, aber das Ganze ist ja eigentlich die Frage, warum machen wir das eigentlich? Wir können ja auch multiplizieren. Von der Berechnung ist es aber für einen Rechner einfacher, Shifts auszuführen statt der Multiplikation. Und da es eben äquivalent ist, kann man das auch dann so darstellen. Als Hausaufgabe sollt ihr da ja gucken. Ihr habt Multiplikation gegeben und die Frage ist dann nämlich, um wie viele Stellen muss das Ganze geschiftet werden, damit das Ganze dann auch hinhaut. Und auch das können wir uns einmal mit einem Beispiel anschauen. Ich nehme mal den Wert Y gleich 20 mal x kann ich nehmen. So, so 20 mal x, wenn das so steht, an sich, ich kann es, um ähnlicher wie die Formel zu haben, auch umschreiben, also x mal 20. Ne, darf ich ja beliebig so rum, so rum. Und wenn ich jetzt das einfach nur hier oben rechts in die Formel einsetzen will, dann stelle ich fest, ah, ich habe das aber nicht in der Schreibweise mit so 2 hoch n. Und 20 ist leider auch keine Zweierpotenz. Was kann ich machen, damit ich dann vielleicht in eine ähnliche Schreibweise kommen kann, damit ich es einfacher in Zweierpotenzen unterbrechen kann? Genau. Genau richtig. Ich gucke jetzt und nehme die Zahl, mit der ich multipliziere, und breche das runter auf Zweierpotenzen. Und dann schaue ich halt am einfachsten, was ist die größte Zweierpotenz, die ich hier nehmen kann. Das ist die 16. Und das andere ist, ja, dann habe ich noch 4 über, ist direkt eine Zweierpotenz, brauche ich das nicht weiterteilen. Ist ja trotzdem an sich erstmal die gleiche Berechnung. Und aufgrund von den Rechenregeln kann ich das ja dann auch entsprechend auseinanderziehen. Komme immer noch aufs gleiche Ergebnis. Das heißt, ich kann auch sagen, das ist dann eigentlich ein x mal, ja. Nehmen wir gleich mal die Potenzschreibweise. 16 ist ja dann 2 hoch 4. Plus x mal 2 hoch 2. Und jetzt habe ich quasi eine Form, die ich oben wie mit der Formel nehmen kann. Und ja. Wer sieht jetzt, welche Shifts ich brauche, um die x mal 20 mit Shifts darzustellen, die Multiplikation? Genau. Shift 4 und Shift 2. Also es ist wirklich genau das hier, das ist mein n, das, was ich hier oben hatte. Und entsprechend viele Stellen muss ich das Ganze shiften. Und dann habe ich hier also ein x. Link Shift 4 plus nochmal x geschiftet um 2. Und wenn ihr nicht mit 2, sondern wenn ihr mehr Zahlen braucht, dann müsst ihr halt mehr auseinandernehmen. X geschiftet 6, was wir geht, also man kann x geschiftet 6 machen, aber die Frage ist, was kommt dann für ein Wert raus? Wenn ich mir wieder die Formel anschaue, x geschiftet 6, dann wäre das gleiche. Na, wenn ich das jetzt umforme, dann wäre das Äquivalent von x mal 2
hoch 6 und x mal 2 hoch 6 ist, jetzt muss ich selber gerade mal kurz rechnen, 2 hoch 3 war 8, 2 hoch 4 war 16, 32, 64. Das heißt, wir haben jetzt gerade mit dem Shift um 6 haben wir x mal 64 gerechnet. Es macht einen Unterschied, ob ich die Shifts einzeln nehme und addiere oder ob ich da jetzt einfach die große Zahl nehme. Deswegen, man muss es einmal wirklich sauber runterbrechen auf das, was du brauchst. Was du halt zusammenfügen darfst oder auseinandernehmen, ist hier entsprechend das in der Klammer, weil dann halt die entsprechenden Klammer und Klammergesetze und Rechenregeln dann da auch gelten. Bedeutet für mich, hier nach links gehen. Richtig? Und dann gehe ich nochmal zwei nach links. Direkt Richtig? dahinter. Genau, du machst das einzeln und du addierst am Ende das Ergebnis. Ich gucke mir einfach das nochmal an, später, ob ich dann da ein bisschen denke. Und, ja? Die Formel x mal 2 hoch n, die ist hoffentlich irgendwo in der Vorlesung mal dran gekommen. Wenn nicht, dann kommt sie vielleicht auch noch dran. Wir sind ja donnerstags manchmal so ein bisschen auch ein bisschen schneller, als was dann gemacht wird. Im Aufgabenblatt steht sie nicht. Und insofern ist es aber das, was ich euch einfach zur Erklärung dann jetzt mitgebe, weil wenn ihr das nicht versteht, dann brauchen wir den Rest gar nicht erst weitermachen. Und das ist wirklich diese Äquivalenz, das Ganze. X mal 2 hoch n ist genau, entspricht diesem Linksshift. Und dann haben wir uns ja angeguckt, wie das tatsächlich, dass das auch hinkommt. Den Beweis, das dürfen dann andere, das ist jetzt nicht Teil der Aufgabe, das dauert dann auch zu lange. Wenn man es jetzt richtig vollständig mathematisch beweisen kann, oder keine Ahnung, kann man in DM dann machen vielleicht. Genau, jetzt haben wir geschiftet. Jetzt kann aber auch sein, dass wir eine Zahl haben. Nicht so einfach nur x mal 20, sondern wir können ja vielleicht auch haben, dass unser y ein minus, genau, minus 12 mal x ist. Wie würdet ihr denn daran gehen? Habt ihr da eine Idee? Also was ist, wenn denn mein Multiplikator negativ ist? Auf minus 16 rechnen und dann plus 4 dazu ziehen. Dann lasse ich sage x-Shift minus, ach nee, minus 5 rechnen. Ja, Minus ist schon gar nicht so schlecht von der Idee, ja? Ihr solltet da, also einfach 3 mal 2 hoch minus 2. Ich müsste es genau durchrechnen, ob das zufälligerweise hinkommt, aber vom Vorgehen ist das eher nicht die richtige Richtung. Was du vorgeschlagen hattest, mit 16 irgendwie abziehen und eine positive 4 dazu, um auf diesen Wert zu kommen, das ist genau der Weg, wie man da vorgehen würde. Also, wenn man das jetzt nochmal wieder nimmt, wir haben in Klammern die minus 12. Wir können ja auch sagen, statt der minus 12 haben wir einmal nachdenken. Genau, wir haben einmal die 16 und die 16, wenn wir ins Negative wollen. 4 minus 16 wäre dann ja quasi das, dass wir ins Negative kommen. Also 4 minus 16 ist minus 12. Und das Schöne ist, das ist dann aus Zweierpotenzen gebaut. Und wir dürfen dann ähnlich wie oben das nach den Rechenregeln auseinanderziehen und hätten dann quasi einmal x mal 2 hoch 2
Und jetzt ist halt kein Plus dazwischen, weil wir hier ja eben die Subtraktion haben. Minus ist ja auch erlaubt. Das heißt, das ist vollkommen in Ordnung. Hier jetzt minus x mal 2 hoch 4. Genau, danke. Hier zu schreiben. Und das Ganze würden wir dann auf Shifts übertragen. Also das heißt, wir hätten dann in dem Fall x Linkshift 2 minus x Linkshift 4. Ja, wir würden hier wieder die entsprechende Potenz nehmen, das übertragen und dann wird das Ganze aber abgezogen. Und so baut man sich das dann halt stückweise zusammen. Ihr habt jetzt in der Aufgabe noch einen Punkt extra in C, wo ihr einen x plus 4 habt. Ich glaube, dass ihr an der Stelle ganz einfach irgendwie mit einer Zwischenspeichervariable arbeiten dürft. Und dann wird es nämlich auch schon wieder viel einfacher. Naja, also die Multiplikation oder die Addition hängt ja dann auch von dem x ab. Das ist dann so ein bisschen mit der Umformung ein bisschen schwieriger. Die grundsätzliche Variante wäre halt zu sagen, okay, gut, ich habe hier ein x plus 4, aber die Multiplikation, die ich mache, es geht ja eigentlich auch nur um wirklich Shift-Operationen statt Multiplikationen, nicht um irgendwas anderes in der Aufgabe. Und ob ich jetzt x plus 4 habe oder ob ich irgendwie eine Variable z oder d oder was auch immer habe, macht da ja keinen Unterschied, sonst geht ja darum, immer noch die Multiplikation zu ersetzen. Das wäre dann halt einfach eine frei gewählte Variable, mit die ich dann halt belege mit dem Wert x plus 4 zum Beispiel. Genau, dann müsstet ihr entsprechend eure Variable natürlich dann shiften. Dass ihr da was anderes statt x nimmt zum Shiften. Es war in den letzten Jahren erlaubt, sag ich mal vorsichtig. Ich würde es, also sollte mich wundern, wenn es diesmal dann nicht erlaubt ist. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig garantieren. Das ist dann immer nur so ein bisschen verwirrend, so mit diesem x plus 4. Aber im Endeffekt, ob ich jetzt x plus 4 multipliziere mit minus 56 oder irgendwas anderes, ist es immer noch, der Shift an sich ist immer noch der gleiche und ich muss halt nur vorher wissen, was ist meine Zahl, die ich schiebe. Und die berechne ich halt aus x plus 4. Oder was auch immer meine Addition ist, die davor in der Klammer ist. Genau. Shift. Shift und anderes. Ich hatte vorhin schon, oder ja, noch? Ich hatte vorhin schon gesagt, hier haben wir jetzt mit Nullen aufgefüllt, als wir geshiftet haben. Es gibt unterschiedliche Arten von Shifts. Ich gehe jetzt mit euch ein bisschen mal Sachen zum Shiften und arithmetischen Berechnungen durch, weil wir das gleich so ein bisschen brauchen bei den unterschiedlichen restlichen Aufgaben. Nicht alles davon brauchen wir, aber einfach, dass ihr den Zusammenhang einmal im Ganzen habt und dass ihr es einmal im Überblick hoffentlich verstanden habt. Und zwar, wir können haben das, was wir eben hatten, quasi das x wird um n Stellen nach links geschiftet. Das wird auch genannt oder wird abgekürzt mit SHL, also der Shift-Logarithmic. Und wenn ich das mit einem Beispiel mache, also zum Beispiel, ich habe am Anfang 1001 und ich shifte um, das mache ich jetzt für alles mit n gleich 1,
Dann kommt diese 0 an die erste Stelle, diese 0 an die zweite Stelle, diese 1 an die vorletzte Stelle. Die 1 ganz vorne passt nicht rein in diesen definierten Bereich. Ich habe jetzt nur 4 Bits, das heißt, die fällt weg. Und hier fehlt mir irgendwie was rechts. Da wird mit 0 aufgefüllt. Sodass dann, wenn ich das jetzt hier um eine Stelle geschoben habe, ich 0010 als Ergebnis habe. Wenn ich jetzt mehrere Stellen schiebe, dann wird immer quasi von rechts mit Nullen aufgefüllt, so wie wir es eben schon hatten. Das Ganze können wir auch nach rechts machen. Nach rechts, das wird dann allerdings mit drei Pfeilspitzen geschrieben. Shift-Right-Logarithmic, SRL. Da ist es dann so, wir nehmen wieder hier unser Beispiel 1001. Die 1 ganz vorne fällt weg. Die 0 geht dann entsprechend da, wo die 1 ist. Die 0, wo die 0 ist. Die 1 geht eine Stelle nach rechts. Und wir holen uns zum Auffüllen von links Nullen. Das ist quasi das Gegenstück. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, warum wird das denn mit drei Pfeilspitzen geschrieben? Gibt es da nicht auch was mit zwei Pfeilspitzen? Und ja, das gibt es. Das ist der arithmetische Shift nach rechts. Der wird dann geschrieben mit zwei Pfeilspitzen. Heißt dann SRA. Und wenn ich hier jetzt anfange zu shiften, dann, ja, ganz rechts, das kennen wir schon, das fällt weg. Dann die 0 wird einmal geschoben, diese 0 wird einmal geschoben, die 1 wird einmal geschoben. Und jetzt kommen wir auf die Besonderheit. Bei diesem arithmetischen Shift ist es so, dass wir nicht mit 0 auffüllen, sondern die Stelle, die ganz links ist, die wird quasi gedoppelt. Die bleibt stehen auch auf der linken Stelle. Das heißt in dem Fall mit einer 1. Und wenn ich weiterschiebe, dann habe ich ganz viele Einsen dann am Ende ganz links. Hätte ich jetzt eine 0 an der ganz linken Stelle, dann würde das gleiche mit 0 passieren. Das ist also der Unterschied zwischen dem arithmetischen und dem Logic hier, dass ich bei dem einen mit Nullen auffülle und bei dem anderen bleibt die letzte Stelle immer bestehen. Kann sein, dass das mal irgendwann für eine Aufgabe relevant ist, je nachdem, welche Aufgaben wir auch noch kriegen oder was wir haben. So. Damit wird geschiftet. Jetzt sagt man sich vielleicht aber auch, ah, das ist ja doof, wenn ich was verliere von dem, was ich habe. Vielleicht will ich ja gar nicht immer alles verlieren, vielleicht will ich ja was anderes haben. Es gibt noch was, das nennt sich dann Rotate Left und Right. Was damit gemeint ist, ist, wenn ich ein Rotate Left habe, so, da habe ich jetzt nicht irgendwie schönes Zeichen für. Das ist auch häufig gar nicht definiert in den Sprachen, aber es gibt eben dieses, dass man sagt, okay, ich will das abbilden. Wenn ich das Rotate Left nehme, ich habe meine 1001, dann wird hier wieder nach links und nach links. Und die erste Stelle, die ganz vorne ist, die hier ja rausgefallen ist und dann einfach weggefallen ist, die geht tatsächlich dann ganz hinten wieder rein. Das heißt, die Idee beim Rotate ist dann wirklich, dass ich wirklich nur immer durchrotiere und das, was links rausfällt, geht rechts rein. So, und beim Rotate rechts genau das Gegenteil. Also beim Rotate rechts würde ich das Gleiche machen, nur nach rechts und das, was rechts rausfällt, kommt dann von links wieder rein. Das ist insofern wichtig, als dass ihr in 6.3c das Rotate Left nämlich nachbilden sollt. Das heißt, es soll dann da sowas bei rauskommen wie hier, dass dann die Sachen, die links eigentlich sonst verloren gehen würden, die Werte beim Rausschieben, dass die dann wieder rechts reinkommen.
So, damit wir auch noch weiter anders manipulieren können, unsere Bitketten, gibt es bitweise Operatoren. Und die sehen jetzt folgendermaßen aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon ihr in der Vorlesung hattet. Ich ziehe da halt eben einmal durch, damit ihr es auf jeden Fall habt. Ja. Genau, SHL war nach links. Genau, das der hoch. Nein. Dahin. Der SRL ist durch, dass der nach rechts ist durch das R markiert. Ja, wer hat vorhin zugehört, als ich das gesagt habe? Die Abkürzung SRL? Ja, genau, Shift-Right-Logarithmic. Und das Ganze beim Links sagt man dann eigentlich meistens auch irgendwie nur Shift-Left manchmal. Also da ist dann auch einfach nur SHL. Da ist nicht nochmal irgendwie nochmal diese Dreiteilung in der Bezeichnung. Das, was man meistens auch hat, also es kann auch sein, ich weiß gar nicht, ob wir das diesmal haben in den Programmiersprachen, also mit der Aufgabe, in den Aufgaben diesmal glaube ich nicht. Also es gibt es halt auch manchmal, dass nicht alles davon in allen Programmiersprachen abgebildet ist. Dass es vielleicht in der Programmiersprache den Shift nach links gibt und dann einen von den beiden hier unten, aber nicht beide. Das hängt dann immer so von den Programmiersprachen ab, ob man da eine Funktion für mit abgebildet hat. Wenn nicht, dann muss man das eventuell sich selber nachbauen, wenn man es nicht hat. Beziehungsweise meistens gibt es dann auch eine Library, wenn man es dann wirklich einsetzen wollen würde. Okay, dann kommen wir zu bitweisen Operatoren. Operatoren. So. Wir haben zwei Bitketten, die brauche ich erstmal als Definition, als Ausgangslager. Das sind zwei Beispiele. 1, 0, 1, 1 für x. Und Y ist 0010. Nur ein bisschen Platz her haben. So, was ich dann haben kann, ist, ich kann auf eine Bitkette die Operation dieses Tilde von x machen. Weiß jemand, was dahinter steckt? Das irgendwie schon mal gesehen? Das ist die Negation, genau. Also in dem Fall nehme ich den Wert und ich invertiere jedes einzelne Bit. Das ist die Negation. Das heißt, ich gucke, erste Stelle ist eine 1, dann wird das hier zu einer 0. Zweite Stelle ist eine 0, dann wird das zu einer 1. Die 1 ist dritte Stelle eine 1, dann wird es eine 0. Vierte Stelle ist eine 1, wird zu einer 0. Das ist die Negation. Ja. Immer schön dran denken, das hier sind bitweise Operatoren. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich sowas habe wie x und y. So, hat da jemand eine Idee, was dabei rauskommt, wenn ich das bitweise mache? Also, es ist ja irgendwie and und sagt ja schon irgendwas über und, aber ja. Wo es bei x und y zur gleichen Zeit eine 1. Das heißt, wir hätten dann 0, 0, 1, 0. Genau. Hier ist es so, ich gucke mir weiterhin jedes einzelne Bit an und nur da, wo sowohl bei x als auch bei y eine 1 ist, da habe ich auch wieder im Ausgangswert eine 1. Das heißt, 1 und 0 ist 0. Ne, ihr müsst jetzt auf die ersten obersten beiden Zeilen gucken. Nicht auf die Negationszeile, sondern ich bin ja immer bei x und y als Ausgang. 1 und 0 ist 0. 0 und 0 ist auch wieder 0. 1 und 1 ergibt 1. 1 und 0 ergibt 0.
Weil nur da, wo beides 1 ist, im Eingang ist auch der Ausgang 1. Das wird auch als AND bezeichnet und kann uns helfen, wenn wir so Sachen machen wie Bitmaskierungen. Kommen wir gleich nochmal so ein bisschen zu. Eine andere Möglichkeit. Wir haben x, dann diesen Strich. Ich weiß gar nicht, was der, also ich kenne den als Pipe. Ich kenne den manchmal als Pipe, dass der manchmal so bezeichnet wird, aber das ist so, weil man halt auch auf Kommandozeilen halt Dinge trennen kann, aber das dann da wird auch wieder Pipe was anderes. Genau, das Y kommt auch noch dazu. Genau, wie auch immer, egal, wie auch immer ihr diesen Trennstrich bezeichnet, das ist also auch der auf der Tastatur bei den Pfeiltasten normalerweise mit dabei ist. Der ist in dem Fall für die Operation des Oders an der Stelle. Ne? Eben haben wir ein Und. Okay, ich habe zwischendurch sehe ich nochmal, dass hier nochmal eine Rückfrage war zu den Unterschieden zwischen den unterschiedlichen Shifts. Ich springe nochmal ganz kurz zurück. Also der Unterschied, SRL, der Unterschied zwischen SRL und SRA ist wirklich an der Stelle hier zu sehen. Bei SRL wird diese Stelle, die ja quasi leer wird, dass ich die letzte Zahl wegschiebe oder letzte Ziffer wegschiebe, wird mit Nullen aufgefüllt. Und die letzte Stelle hier beim SRA wird mit der Ziffer aufgefüllt, die genau an der Stelle ist. Und wie ich sagte, es kann auch sein, dass wir, Ahnung, sowas hier schieben, dann würde ich halt die Null entsprechend da dann wieder runterziehen. Und die ganz rechts fällt halt, oder nein, die fällt halt weg. Ja, also das ist genau eben der Unterschied. Behalte ich quasi die letzte, die, oh Gott, die letzte, die erste Stelle oder nicht? So, also unsere bitweisen Operatoren. Und genau, Entschuldigung, wir sind gerade irgendwie an zwei unterschiedlichen Stellen. Wir sind hier schon so einen Tick weiter. Ich kriege hier noch ein paar Fragen in den Chat rein. Gibt es da auch was, um in die andere Richtung zu shiften? Also die drei Sachen, die ich euch da vorgestellt habe, ist die es eher mal irgendwo in einer Programmiersprache oder Assemblersprache gibt oder auf einer Maschine gibt. Alles andere sind dann irgendwelche Zusatzdinge, ist jetzt per se erstmal meistens nicht vorhanden. Okay. Gut. Oder hatte ich gesagt. Was heißt oder, wenn ich bitweise vorgehe? Ja, sonst auch gerne mal. Genau. Also es reicht, wenn an einer der beiden Stellen, die ich mir anschaue, eine 1 ist. Wenn bei beiden eine 1 ist, natürlich sowieso. Aber wenn auch nur an einer der beiden Stellen eine 1 ist, dann ist auch mein Ergebnis 1. Das heißt, ich komme auf 1, 0, 1, 1 hier raus. Und das ist spannend für das Thema Bits gezielt setzen. Komme ich auch gleich nochmal wieder zu. Eine Sache noch für unsere bitweisen Operatoren. Es gibt das mit diesem Dach, also tatsächlich jetzt auch diese nicht irgendwie x hoch y geschrieben, sondern wirklich x Dach y. Und da steckt das XOR oder Exklusiv-O dahinter. Wisst ihr, was da jetzt wäre? Ja? Stelle vorkommt, sagen, das wollen wir nicht, also das ist also in diesem Fall wäre es 1001.
Genau, das wäre jetzt 1001, weil beim XOR ist im Ergebnis nur dann eine 1, wenn an einer der beiden Stellen eine 1 ist. Nicht an beiden und nicht an keiner, sondern nur, wenn an einer der beiden Eingangsstellen hier eine 1 ist, ist auch im Ergebnis eine 1. Okay, das sind diverse bitweisen Operatoren, die man benutzen kann. Jetzt kann ich jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich will eine Maske mir zum Beispiel bauen. Eine Maske kann ich schreiben als 0x01. Ja? Dass sie normalerweise eine Negation auf ein Ausrufezeichen ist. Ja, das ist ganz gut. Warum da? Genau, also eigentlich ist das, entweder hat man ein Ausrufezeichen oder eine Tilde. Ich weiß es gar nicht, warum sie da. Jetzt noch mal. XOR, weißt du, das kannst du ja auch manchmal. In bestimmte Hinweise kannst du sein, ne? In manche Programmiersprachen kannst du es ja auch schreiben als XOR, glaube ich. Genau, also ihr müsstet eigentlich ohne das Ausrufezeichen auch auskommen, indem ihr dann die Tilde dann nutzt für die Negation. Ist irgendwie, ja, irritierend, warum das da doppelt drin ist. So, genau, ich wollte euch Bitmasken zeigen. Also ich kann etwas schreiben als 0x01. Dieses 0x ist wieder so ein Hinweis darauf, dass ich einen Hexadezimalwert habe. Also das heißt, dieses 0x ignoriert, dass da eine 0 steht, sondern es ist einfach, 0x ist einfach ja nur mein Hinweis, das ist eine Hexadezimalzahl dahinter. Und wenn ich dann 01 schreibe, dann habe ich damit. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir Bits gruppieren konnten für die Umrechnung. Also ein Hexadezimalwert sind ja 4 Bits dahinter. 0, klar, da ist erstmal die 0 hinter, also 4 Nullen. Und dann habe ich 3 Nullen und eine 1. Das wäre jetzt erstmal das Ganze als Wert. Wenn ich jetzt nicht 0x01 nehmen würde, sondern zum Beispiel 0x31 hätte, dann hätte ich erstmal die 3 als Darstellung. Das wäre ja 0011 und dann wieder die 1 wäre das entsprechend in Binärschreibweise. Also das ist dann quasi jetzt links 0x ist die Zahl hexadezimal, rechts ist das Ganze dann als Binärkette, also Dualzahldarstellung. So. Wichtig ist jetzt hier sowas wie die 0x01. Hier habe ich jetzt ganz gezielt mit dem Wert eine 1 an einer Stelle, wo ich weiß, dass ich sie habe. Und ich kann dann zum Beispiel sagen, dass ich Werte, wenn ich das jetzt mit einem und verunde, ne, dieses x und y mache, dann kann ich sagen, dass ich genau an dieser Stelle, nur wo in meiner Maske eine 1 sitzt, auch die Werte aus dem anderen nehmen will. Das heißt, ich kann damit steuern, welche Werte ich übernehme. Machen wir mal irgendwie ein schnelles Beispiel. Ich kann hier die Zahl, das ist schon wieder so klein. So, ich hatte ja gesagt, dieses 0x01. Wenn ich das Ganze verunde einer beliebigen Bitkette, seien sie meinetwegen 4 Einsen, dann würde ich jetzt quasi gucken als Ergebnis, weil das ist ja jetzt bitweise. Ne? Das ist jetzt wirklich eine bitweise Vergleich, Bit für Bit. Wo sind die Bits gleich? Und nur an der Stelle, wo hier in meiner
Bitmaske die 1 ist, würde ich am Ende auch eine 1 rausbekommen. Das heißt, hier kommt dann am Ende eine Zahl raus, wo dann nur noch die 1 übrig geblieben ist aus der Bitmaske. Ist jetzt natürlich langweilig, wenn ich genau damit eigentlich das Ergebnis weiß. So, wenn ich jetzt aber sagen will, ich will zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was hier hinter steckt. Das kann 0 oder 1 sein, diese 8-Bit. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich das zum Beispiel in einem Programmcode habe. Das ist jetzt irgendwie x. Und das x von dem x will ich aber nur die unteren 4 Bit haben. Na, nicht die hier, die will ich nicht, sondern ich will nur die hier über haben. Beziehungsweise ich mache es mal einfacher. Ich will nur die beiden hier über haben. Nur die beiden ganz rechts. Alle anderen will ich nicht. Dann, das soll aber, der Wert soll gleich bleiben. Also wenn hier jetzt, hier steht jetzt 1, 1, aber es kann ja auch sein, dass ich habe irgendwie sowas. Bei der Bitkette soll jetzt eine 1, 0 übrig bleiben, wenn es der Wert wäre. Oder es könnte natürlich auch so ein Wert sein, wo ich 4 Nullen habe. Aber ich will auf jeden Fall nur diesen Wert ganz sicher so haben, wie er hier ist. Alles davor will ich gar nicht, den Teil. Also will ich nicht heißt, das soll im Zweifel dann einfach nur eine Null sein. Dann kann ich das mit einer Bitkette verknüpfen. Und da ich ja rechts die beiden haben will, das heißt, ich brauche Bitmaske. Das heißt, ich brauche etwas, was mir für das Und nur vergleicht mit rechts den beiden Stellen. Das heißt, die einzigen Einsen, die in meiner Maske gesetzt sein sollen, sind die beiden ganz rechts. Weil wenn ich hier jetzt ein Und mache zwischen meiner Bitmaske hier unten und dem X hier oben, wo eine dieser drei Zahlen hinterstecken könnte, was wird dann passieren? Dann wird, ich nehme das hier mal weg, weil das zählt natürlich jetzt nicht mehr. Dann wird bei der obersten 1, 1 rauskommen. Oh, ganz viele Nullen und 1, 1. Bei der zweiten ganz viele Nullen und 1, 0. Und bei der dritten ganz viele Nullen und ganz viele Nullen. Und 0, 0. Das heißt, mit einer Maske, wenn ich sie bewusst setze, und das wäre ja jetzt dann quasi hier 0x03, tippen und schreiben ist halt schwierig, 0x03, wenn ich da jetzt quasi ein Und mache mit einer gezielt gesetzten Maske, das heißt, bei der Maske muss ich wissen, was ich gesetzt habe. Da ganz genau, dann kann ich halt steuern aus einer Bitkette, welche Teile ich übernehme. Ich hätte jetzt ja auch statt hier diese beiden Bits, hätte ich sagen können, ich will die vierte und die achte Stelle übernehmen. Dann hätte ich halt eine Bitmaske gebraucht, die hier eine 1 hat und da eine 1 hat und dann wäre das eine 0 gewesen. So, das ist also quasi eine Bitmaske benutzen, um ganz genau zu sagen, ich will nur einen Teil haben. Alles andere wird gelöscht quasi. Alles andere ist dann weg. So, das zweite, was ich eben gesagt hatte, was es gibt, ist das Bits setzen. Das ist, wenn ich ganz gezielt dafür sorgen will, dass an einer bestimmten Stelle ein Bit auch dann vorhanden ist. Weil wenn ich jetzt das war ja jetzt eben quasi, ne, das war jetzt und, das war alles mit Maske gemacht. Wenn ich jetzt stattdessen sage, ich brauche aus welchem Grund auch immer, brauche ich an diesen letzten beiden Stellen immer irgendwie eine 1. Warum auch immer. Alles davor ist mir egal, aber ich brauche an den Stellen auf jeden Fall eine 1. Dann würde ich jetzt nicht und nehmen. Beziehungsweise ich schreibe das sonst mal hier drüber. Das war ja jetzt quasi. Das war das Ergebnis, wenn ich ein Und nehme.
Und wenn ich jetzt stattdessen aber einen Oder nehme, ja, dann würde sich bei meinem obersten Wert nichts ändern, weil da sind die Einsen schon gesetzt. Beim zweiten 1, 0, 1, 0, das bleibt. 1, 0 bleibt auch. Die 1, ja, war schon gesetzt, bleibt. Und die letzte Stelle wird dann auch zu einer 1, weil ich jetzt hier ja das Oder mache. Und dadurch, dass ich in meinem Vergleichswert eine 1 habe, kommt hier jetzt auf die letzte Stelle auch eine 1. In dem Fall hier oder zwischen der Ausgangszahl und der Zahl hier unten. Ne, also das, was ich eben als Bitmaske genutzt habe, nutze ich jetzt, um Bits zu setzen, tatsächlich mal als Wert. Was hier rechts steht, ist das Ergebnis von dem, von der Berechnung. So, ja, okay, ja, Entschuldigung, ich war gerade irgendwie oben rechts. Genau, also das ist quasi meine Bitmaske, die ich benutze, weil ich sage, ich maskiere, also ist Bit maskieren mache ich eben mit dem und da maskiere ich alles andere weg, außer dem, was ich haben will und habe dann nur bestimmte Sachen über. Ich nehme jetzt mal den gleichen Wert, weil dann sieht man schön den Unterschied. Aber an sich ist es halt so, dass ich jetzt zum Bit setzen, nehme ich halt einen Wert und ich nehme halt wieder zufällig dieses 0x03. Und dass man halt sieht, was das für einen Unterschied macht, wenn ich dann eben zum Bit setzen das Oder benutze. Genau, dann bleibt das hier nämlich auch 0101, 00. Und an den Stellen werden hier dann die Einsen hinzugefügt. So, jetzt habe ich euch damit hoffentlich nicht ganz erschlagen. Aber das brauchen wir für so ein bisschen Berechnungen, die wir machen. Weil ich weiß, dass mir noch ein Teil fehlt von 6,3, aber ich gucke erstmal auf 6,4 an der Stelle. 6,4 haben wir, das heißt hier Base64-Kodierung und so weiter, ganz viele Dinge. Was ist das Relevante aus dem Aufgabentext von 6,4? So wirklich der Kern des Ganzen. Wer sieht es vielleicht sogar? Also. Wir haben was und wir sollen zu was anderem kommen. Ne? Im Aufgabentext steht schon, wir sollen logische und Schiebeoperationen machen, wie wir aus den vier Eingabezeichen A1 bis A4 die drei 8-Bit-Ausgangswerte berechnen. Und da geht es einfach darum, halt, wie Base64-Kodierung aufgebaut ist und egal, ob man jetzt in die eine oder in die andere Richtung unterwegs ist. Was damit gemeint ist, wir haben die vier Eingabezeichen, A1 bis A4. Weil ich finde es so ein bisschen, ja gut, Eingabezeichen, Ausgabezeichen. Ich glaube, er bringt so ein bisschen die Ein- und Ausgabewerte durcheinander. Aber es ist, ob man in die eine oder andere Richtung rechnet, das macht jetzt keinen Unterschied. Also in dem Fall sollt ihr halt A1, A2, A3, A4 haben. Und die haben jeweils 6 Bit. Das heißt, wir haben 4 mal 6 Bit, eine Bitkette insgesamt. Ne, das kann man sich irgendwie hier so mal aufmalen. Oh Gott, bisschen klein. So, und das sind unsere A1, A2, A3, A4.
Und genau, das sind 6 Bit, das heißt, wir haben irgendwie hier immer von, ja, wir haben irgendwie immer jeweils 6 Bit an jedem Einzelnen dran. Insgesamt dann also 24 Bit. Und diese sollen in 3 8-Bit-Ausgangswerte umgerechnet werden. Und da ist dann auch wieder der Gedanke, okay, wir haben immer noch 24 Bit, nur wir haben nicht vier Werte, sondern wir haben 3 Werte, die auch nicht 6 Bit haben, sondern 8 Bit haben. Das heißt, jedes der Kästchen hier unten hat jetzt 8 Bit. Und das sind dann B1, B2, B3. Kann man sich also so vorstellen, wie ich habe eine beliebige Kette von Bits, die dann irgendwie sowas sein kann wie 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, oh Gott, ich tippe das mal per Tastatur, das ist, glaube ich, ein bisschen schneller. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, da fehlt noch ein Block. Einfach jetzt nur ein beliebiger Block. Das sind 26 Bits. Die bekomme ich rein als, also das wäre jetzt so ein Beispiel, was reinkommen könnte hier oben, diese Kette. Und für die Codierung an der Stelle soll ich das aber anders trennen. Also es war jetzt hier oben, waren das ja 6 Bits-Ketten. Das heißt, wir teilen das mal so ein bisschen auf. Das wären dann die 4 Blöcke gewesen. Und wenn ich die gleiche Kette habe, dann soll jetzt nach der Umformung das als 8-Bit-Ketten sein. Oder 8-Bit-Werte. Also quasi diese Aufteilung. So, und wenn ihr euch das anguckt, dann seht ihr schon, okay, für den Wert B1, was brauchen wir dann eigentlich? Dann brauche ich einmal komplett A1. Allerdings habe ich jetzt 8-Bit statt 6-Bit. Das heißt, ich brauche meinen Wert A1, um 2 Stellen nach links rotiert, ne? Oder zumindest verschoben an der Stelle reicht es ja. Weil wenn ich einfach nur das mit 8-Bit machen würde, den hier oben, den Wert. Ich den erstmal nur auf 8-Bit verlängern würde, dann würde ich die Nullen ja irgendwie links haben. Das wäre noch nicht ganz der Teil, den ich hier unten brauche. Das heißt, ich muss anscheinend einen Teil irgendwie nach dann verschieben. Und was ich aber auch brauche, ich brauche hier den Teil von dem Zeichenblock. Da will ich den Rest aber nicht haben. So, jetzt merkt ihr vielleicht, warum ich gerade bei Bitmasken war, weil ich also hier nur den Teil haben will. Der Rest soll weg. Weg ist mir egal. Ich will aber die, egal was da jetzt ist, 1, 0, 0, 1, wie auch immer, die beiden Stellen will ich auf jeden Fall mir sichern. Rausschreiben. Dann muss ich die an die richtige Stelle schieben, dass die quasi hier hinten sind bei einer 8-Bit-Zahl und dann kombinieren mit dem, was ich hier in dem schon hatte. Stellt es euch ein bisschen wie ein kleines Puzzle vor. Stück für Stück, guckt einfach wirklich, welche Teile gehen wohin. Deswegen habe ich das eben einmal so aufgemalt, weil was wir hier nämlich haben, ist, dass wir hier dieses A1, das geht komplett hier rein. Dann haben wir hier irgendwie noch 2 Bits über, die kommen von dem hier.
Gleichzeitig geht hier aber auch noch ein Teil in B2 rein. Von A3 die ersten gehen hier rein. Von A3 der Rest geht hier rein. Und A4 geht dann komplett nach B3 rein. Ja, das heißt, für die Aufgabe 6.4 müsst ihr wirklich einmal gucken, dass ihr die euch zusammenbaut durch diese logischen und Schiebeoperationen, was wir jetzt alles einmal so durchgegangen sind, dass ihr einmal euch dann so überlegt, wie kriege ich dann eigentlich das raus, was ich haben will. Und jetzt habe ich auch tatsächlich 6.3c so ein bisschen natürlich auch übersprungen. 6.3c, das Rotate Left. Wenn ihr das nachstellen sollt. Nee, nicht da, nicht da, da. Das Rotate Left. 6.3c, da müsst ihr überlegen, wenn es den Operator nicht gibt. Okay, was ist das hier denn eigentlich? Rotate Left. Den Rotate Left gibt es nicht, aber ihr habt immer noch die Schiebeoperatoren. Und was könnt ihr machen, um. Oder hat jemand eine Idee, was ihr machen könntet, um dann den anderen Teil zu kriegen, der euch ja dann fehlt beim Schieben, wenn ihr einfach nur schiebt? Also wenn ihr Rotate Left machen wollt, statt nur irgendwie einen Shift, dann wollt ihr ja das, was ihr links rausgeschoben habt, den Teil, sei es eine Stelle oder sei es mehrere Stellen, wieder rechts drin haben in dem Teil. Was für grobe bitweise Operationen braucht ihr dafür wahrscheinlich? Von denen, die wir hatten. Rotate Left sitzt das, was links rausgerotiert wird, rechts einfach direkt wieder ran. Das sollt ihr in 6.3 darstellen, aber es gibt leider keinen Java-Operator. Also sollt ihr das entsprechend selber dann schreiben. Genau. Also da wäre auch wieder Maskierung so ein Thema, dass ihr halt eben guckt, was, wie, je nachdem, wie viel ihr rausgeschiftet habt, dass ihr den Teil euch maskiert, auch nochmal aus der Ausgangszahl und dann eben entsprechend dann an der rechten Stelle dann euch dann dazu addiert für das Ergebnis, was ihr aus dem Shiften habt. Shift-Operationen dürft ihr benutzen, sofern es nicht verboten ist, explizit. Genau, das für 6.3c ist Rotate Left verboten, aber erlaubt sind diese ein ist das Shift, weil es nicht anders irgendwie ja, ausgeschlossen ist. Und oben ist das ein Teil der grundsätzlich nutzbaren Sachen. Okay. Für die anderen gucken wir uns vielleicht auch noch mal kurz ein Beispiel an, was da gemeint ist. Es ist, oder springe ich erstmal woanders hin? Nee, lass uns erstmal das zu Ende einmal führen. Wenn wir schon bei 6.3 sind, also es gibt ja nur diverse Sachen, die ihr da machen dürft. Und ich weiß, dass es gerade heute mal wieder richtig viel auf einen Schlag ist. So. 6.3. Wir machen mal nicht das BitNAND, sondern wir gucken uns jetzt wirklich ein konkretes Beispiel einmal an. Nämlich das. Ja, und ich fürchte, ich werde heute wieder ein bisschen überziehen müssen. Ich kann jeden verstehen, der früher gehen muss. Alles in Ordnung. Aber ich versuche es trotzdem nochmal einmal zu Ende durchzukommen, so dass ihr besser da vorm Blatt steht. Wir schauen uns das. Wir schauen uns. Jetzt habe ich die Textebene falsch. Sekunde bitte. Nein. Dann halt so. Wir schauen uns das BitNOR an. Und zwar darf das in dem Fall nur mit und Negation umgesetzt werden.
wissen wir, dass wir hier Masken benutzen dürfen. Naja, also die Frage, woher wisst ihr, dass ihr Masken benutzen dürft in 6.3? Ihr habt im Aufgabentext ganz dritte Zeile steht, außerdem dürfen nur einige der logischen und arithmetischen Operatoren benutzt werden. Und der dritte Operator, der da angegeben ist, ist das kaufmännische Und. Und das ist genau das, was wir ja zum Bitmaskierung benutzen. Deswegen dürft ihr das halt benutzen. Also ihr dürft ein Und machen zwischen unterschiedlichen Werten. Was ihr halt nicht machen dürftet, wäre irgendwelche anderen komplexen Berechnungsformeln benutzen. So, Bitnorm mit nur mit Und Negation. Ich bin auch langsam durch, es tut mir leid. NOR. Was ist das erstmal überhaupt? So, wahrheitstechnisch, so wahrheitstabellentechnisch. NOR. Wisst ihr, was das ist? Nee, das meine ich jetzt nicht. Also, ihr kennt AND, ihr kennt OR, ihr kennt XOR. Was ist ein NOR? Oder in der Hausaufgabe dann nehme ich auch das NAND. Es hat ein bisschen was mit dem Englischen zu tun. Es ist an sich eine Abkürzung, ja? Gucken wir uns mal an. Also es ist eigentlich ein Not oder, also ein Nicht-Oder. Genauso wie das NAND heißt dann ein Not and, also nicht und. Das heißt, das NAND ist dann eins, wenn, also ist quasi das Gegenteil, die Invertierung vom AND. Beim Und oder AND wäre ja dann nur bei 1, 1 als Eingang der Ausgang 1 und bei einem NAND ist dann bei 1, 1 der Ausgang 0 und allen anderen Fällen dann eine 1. Dann könnten wir auch ein XOR bilden. Also wenn wir zum Beispiel Ausrufezeichen das oder also Ausrufezeichen A oder A haben, dann haben wir ja ein XOR oder. Nee. Ausreifezeit. Ausrufezeichen A oder B und dann und egal, wird zu so kompliziert. Okay, das müsste ich, glaube ich, dann konkret aufschreiben. Also man kann. Genau, lasst uns einmal da zumindest das Beispiel durchgehen, was braucht ihr auf jeden Fall, dass ihr einfach so auch hier den Einstieg für die Hausaufgabe habt. Grundsätzlich diese unterschiedlichen Operatoren, da werden wir teilweise auch nochmal vielleicht wieder drauf zurückkommen im Semesterverlauf, oder sonst wird es zumindest in der Vorlesung meistens auch erwähnt, ist, dass viele äquivalent genutzt werden können. Also ich kann etwas, was ich mit einem NAND abbilde, kann ich auch mit anderen Operatoren ganz ohne NAND abbilden, von diesen einfachen Operatoren, die ich habe. Ist dann vielleicht komplizierter, weil ich was Größeres schreiben muss und nicht einfach mein NAND benutzen kann, aber ich kann es anders abbilden. Und es kommt trotzdem das gleiche Ergebnis raus. So, aber jetzt das BitNOR. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wissen, was ist das eigentlich? Wenn es ein NOT oder ist, dann ist das der Wert oder dann ist das der, die die von der Logik her erstmal ein ich habe ein X oder Y, das ist ja das Oder und dann habe ich das Ganze negiert. So, das heißt, für diese Art von Aufgabenstellung müsst ihr als erstes einmal überlegen, wo fange ich an? Das erstmal einmal euch klar machen. Sei es ein Bit-NAND, sei es ein Bit-XNOR. Also ein XNOR ist dann halt nochmal, ne, dieses exklusiv Not oder. Ich glaube, das ist im Zweifel sonst auch in den Folien zu finden, was die Wahrheitstabelle dazu ist oder so.
Und dann habe ich halt quasi so meinen Ausgangswert. Und jetzt gucke ich hier mir an und dann sehe ich, dass x oder y negiert. Und dann gucke ich, was erlaubt ist. Und was sehe ich hier? Okay, wollte jetzt nicht auf die Wahrheitstabelle raus, aber wir können die auch einmal kurz sonst machen. Wenn ich x oder, ach Quatsch, x, y, keine Ahnung, das Ergebnis habe. Eine kurze Wahrheitstabelle, dann kann man sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen. Einmal alle Belegungen. 0 oder 0 würde normalerweise 0 ergeben. Da es negiert ist, ergibt es mir den Wert 1. 0 oder 1 würde mir normalerweise den Wert 1 geben. Da es negiert ist, gibt es den Wert 0. 1 oder 0 würde mir den Wert 1 geben. Negiert ergibt es den Wert 0. 1 oder 1 würde den Wert 1 ergeben. Da es negiert ist, ergibt es den Wert 0. Das vielleicht einmal kurz die Wahrheitstabelle dazu. So. Ich will jetzt aber darauf hinaus, wenn ich mir jetzt das angucke, dann passt eine Sache hier nicht, die ich laut Aufgabenstellung nicht haben darf. Ja? Genau, wir dürfen kein Oder haben. Das ist genau richtig. Wir dürfen nur und Negation. Also das heißt, das Erste, was ihr dann macht in diesem Aufgabentyp, ist herausfinden. Oder das Zweite eigentlich ja. Ne? Das Erste ist, was habt ihr eigentlich, wo startet ihr? Das Zweite ist herausfinden, was dürft ihr nicht haben? Und dann irgendwie umformen, ohne das jetzt wahrheitsmäßig zu verändern, umformen, dass ihr nur noch das habt, was ihr haben dürft. Und jetzt sagtest du schon, ist das nicht eigentlich das Gleiche wie nicht x und nicht y? Das ist genau richtig. Das ist das Gleiche wie nicht x und nicht y. Warum? Einen Namen will ich dafür nur haben. Dann ist das absolut schon richtig und dann ist das auch schon begründet. Ja, eine Regel. Das ist die Regel nach dem Morgen. Deswegen dürfen wir das genauso machen. Das ist bei den Verknüpfungen oder und, ja, genau. Wenn ich hier sowas habe, x oder y, das Ganze negiert, dann da ist es das Gleiche wie nur die Negation von x und nur die Negation von y mit dem entsprechend dann hier umgedrehten Zeichen. Also das heißt, die beiden drehen sich um und ich ziehe die anderen auseinander. Das Gleiche könnte ich auch umgekehrt haben. Wenn ich anfange mit x und y negiert, kann ich das Ganze auch machen. Dann habe ich halt nicht x oder nicht y. Das ist die Regel nach dem Morgen. Und das wäre auch die Begründung, warum ich das so schreiben darf. Das sollte man auch einmal dazu schreiben. Ne? Nach Motto, ja, ist gleich, weil dem Morgen. Das ist eine der Regeln, merkt sie euch bitte, weil die taucht immer mal wieder auf, sowohl in Mathe als auch in RSB, als auch bestimmt nochmal in anderen Sachen. Und es ist dann gut, wenn ihr sie dann einfach wisst. Weil damit genau diese Sache auch immer begründet werden kann. Genau, und dann wären wir nämlich an der Stelle hier auch schon fertig. Ja, leider nicht mit dem ganzen Aufgabenblatt. Eine Aufgabe haben wir noch so ein bisschen, weil ich da auch mal versuche, mal aufs Kürzeste einzugehen. Ich will nur noch was sagen für B, das XNOR. Da ist es nicht ganz so einfach wie bei A. Also 63a ist so leicht wie das NOR, was wir gerade gemacht haben. Einmal ganz kurz eine Umformung. Beim Bit XNOR müsst ihr ein bisschen mehr nachdenken. Da müsst ihr zwei, drei Teile zusammenfügen. Ja, aber das ist vom Prinzip her auch das Gleiche. Formt es um, bis es dann irgendwie erlaubt ist, was ihr machen dürft. So. Gut. Dann noch ganz kurz die letzte Aufgabe oder zumindest das Allerwichtigste aus der letzten Aufgabe. Radix 50 Kodierung. Hurra! Ne, nicht da, nicht da. Irgendwo hatte ich sie. Da habe ich sie. Radix 50 Kodierung ist
Mal wieder ein Verfahren für Zeichenkodierung. Und in der Hausaufgabe steht beispielsweise, also es wird immer in 6-Bit kodiert, das Ganze. Und beispielsweise würde Q kodiert werden. Q ist das hier als 010001. Das heißt immer, man nimmt erst die Zeile und dann die Spalte. Gut. Sollte euch jetzt nicht überraschen. Wir hatten ja auch dieses irgendwie mit der Zeichensatzkodierung mit dem St. Ellingen gemacht. Das ist so ein ähnliches Prinzip hier. So. Und dann ist es aber so, dass im zweiten Schritt eine Formel benutzt wird. Nämlich nach der Formel zusammengerechnet wird. Man hat einmal C1, C2 und C3. 40 Quadrat mal C1 plus 40 mal C2 plus C3. Also diese Formel hier. Und dann entsprechend daraus ein 16-Bit-Wert, der dann abgespeichert wird. So, okay. Und da würde ich gerne mit euch wenigstens nochmal ein Beispiel durchgehen, damit ihr versteht, wie man da auch irgendwas kodiert. Ich würde dafür, kann ich hier schreiben? Da kann ich schreiben. Wenn ich das Wort GPS nehme, dann habe ich drei Buchstaben. Also steht ja auch in der Formel, dass diese Formel genutzt wird aus jeweils drei umkodierten Buchstaben. Also ich mache immer drei Buchstaben zusammen. Und das heißt, mein C1 wäre hier das G. Mein C2 wäre das P. Mein C3 wäre das S. Eine kurze Übung. Wer kann mir sagen, was das G ist, damit ihr auch noch was sagt und ich euch jetzt nicht ganz überfalle? G. Jetzt die Codierung, die Bits dafür. Ja? Drei Nullen, drei Einsen. Genau. Erste Zeile, letzte Spalte. Drei Nullen und drei Einsen. Das gleiche mache ich mit dem P. Genau. 010, dann 00. Genau. Das ist jetzt quasi erstmal die Bits anhand der Tabelle, wie es ist. Und jetzt muss ich das Ganze in Richtung der Ach Gott. In Richtung der Ich bin selber kurz raus. Oder müssen wir das in Hexadezimal umrechnen? Genau, danke. Da wollte ich hin. Wir müssen es in Hexadezimal umrechnen, damit wir dann in der Formel damit weiter umrechnen können. Das heißt, wir gucken, wir haben jeweils hier ja 4-Bit-Bereiche. Beziehungsweise wir können es hier einmal teilen. Das hier sind einfach nur 7 in Hexadezimal, weil vorne die Nullen sind. Dann haben wir hier 0,1 und 4 Nullen. Das wäre der Wert 1,0 Hexadezimal. Und dann haben wir den Wert 1,3 Hexadezimal. Ah, da steht ja jetzt Hexadezimal. Okay. Aber
Ja, wir sollen es als hexadezimal angeben. Die Sache ist, wir brauchen aber nur also wir können es auch theoretisch direkt anders rechnen. Wir brauchen nur das Ergebnis in Hexadezimal. Ich glaube, es reicht tatsächlich sogar, wenn wir es in Dezimal rechnen würden. Da hast du schon recht. Sonst die Formel ja schwer Ja. ausrechenbar, oder? Ja. Okay. Klammern wir das mal ein. Merken uns das und freuen uns, dass wir das umrechnen können. Das erste ist trotzdem eine 7, das zweite ist dann die 16 und das dritte sollte dann die 19 sein. So, und jetzt haben wir unsere Zahlen. Das heißt, wir sind hier 40, 40 Quadrat ist 1600 mal 7. Das ist jetzt wirklich, ja? Ach so, in Dezimal. Entschuldigung. Ja. Gute und wichtige Frage. Ich habe es auch vergessen, noch mit dazu zu schreiben. Ist schon, gerade wenn man so durch verschiedene Zahlensysteme springt, dann sollte man es auch dann hinschreiben. Wie bitte? Ich lieber dazu schreiben. Manchmal dann weiß man wenigstens, wo man ist, wenn es nicht ganz eindeutig ist. So, das heißt, wir setzen das jetzt ein. So, wir setzen das jetzt ein. 40 Quadrat ist 7 mal 1600. 40 mal C2 haben wir dann also 40 mal 16. Und dann nochmal C3 ist dann die 19. Jetzt wollen wir mit dem Taschenrechner aufhören, ne? Ja, jetzt macht man das entweder mit schriftlicher Addition oder man hat es mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Elftausendachthundertneunundfünfzig. 11.859. Klingt gut, nehme ich. So. Und da sollten wir nicht vergessen, dass wir den Wert aber auch nochmal in Hexadezimal umrechnen sollen. Und das wäre, das gebe ich jetzt einmal, das wäre dann 2E53. Ja, also weil in der Aufgabe steht ja, dass das Ergebnis auch bitte als Hexadezimalzahl angegeben werden soll. Okay. So. Also, das mal so als Beispiel. Das heißt, ihr wisst jetzt hoffentlich, wie ihr das kodieren könnt. Dann ist Teil B ersetzt in obiger Formel die Multiplikation. Ne? Das ist hier, wir haben hier Multiplikation, ersetzt die durch Schiebeoperation und Addition. Ihr erinnert euch wieder, Schiebeoperation. Ne, das mit dem Shiften, was wir gemacht haben. Das heißt, ihr müsstet quasi wieder schauen, diese Formel auseinanderzubrechen. Ihr dürft Zwischenspeichervariablen benutzen. Das braucht ihr wahrscheinlich auch. Das heißt, macht mit Zwischenspeichervariablen und dann dem Ersatz in Richtung Shiften, dass ihr so weit dann kommt, dass ihr euch das kleiner macht, die Formel. Es ist wirklich nicht viel. Es sind vielleicht, je nachdem, wie effizient ihr es hinkriegt, es sind dann irgendwie 5 oder 6 Shifts und dann so ein paar Dinge, die addiert werden. So von der Größenordnung, Pi mal Daumen. Vielleicht braucht ihr ein paar mehr, wenn ihr weniger effizientes hinkriegt, ist auch okay. Ja. Also, aber nicht jetzt irgendwie mit 20 Shifts oder so. Dann seid ihr wahrscheinlich viel zu komplex irgendwie unterwegs. Deswegen sage ich euch das nur einmal. So, und wenn ihr dann überlegen sollt, wie ihr das textuell zurückgewinnen könnt, dann überlegt euch, dann gebe ich euch mal so diesen Tipp mit dazu. Überlegt euch vielleicht auch einmal eine der Möglichkeiten, mehr zu gucken mit Integer-Division, wo dann ja Ergebnisse abgeschnitten werden, Kommastellen. Vielleicht
hilft euch das, um einen Wert dann wieder rauszurechnen. Und dann müsst ihr werdet zum Rückrechnen stückweise vorgehen müssen, dass ihr einen von den C-Werten euch als ersten rauspoolt. Wenn ihr den habt, den nächsten und dann den letzten. So. Habe ich jetzt irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Glaube, wir haben alles einmal so ein bisschen angerissen. Leider ein sehr, sehr großes, umfangreiches Aufgabenblatt. Ne? Also es geht. Es ist jetzt, also wenn ich es da groß umfangreich, das meiste habt ihr jetzt quasi schon mitgenommen, weil ihr habt hoffentlich verstanden, wie funktioniert das mit diesen ganzen bitweisen Operationen und den Shifts. Und das müsst ihr jetzt einfach vor allem in ganz vielen Aufgaben unterschiedlicher Art anwenden. Das ist wirklich der ganze Kern des Ganzen. Und dann ist das jetzt wirklich unterschiedliche Anwendungsformen des Ganzen. Dann würde ich euch auch gerne den Feierabend entlassen. Sorry, dass es länger gedauert hat, aber mir ist es lieber, ihr habt es dann einmal, wir sind einmal so ein bisschen durch. Ich wünsche euch viel Erfolg und nicht erschlagen lassen, in Ruhe. Geht stückweise vor. Macht erstmal die Aufgabe, mit der ihr euch wohlfühlt, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste. Ich habe Vertrauen in euch, dass ihr das meiste hinkriegt und den Rest erklärt der Übungsgruppenleiter nächste Woche. Nee, übernächste Woche. Hoffe ich. Ja, der Übungsgruppenleiter erklärt dann hoffentlich dann alles auf, was dann nicht in der Aufgabe dann irgendwie in der Übungswoche dann ganz genau verstanden wurde. Aber ich glaube, ihr werdet auch vieles dann selber hinkriegen, wenn ihr dann nochmal in Ruhe euch dann ransetzt. Alles klar. Dann eine schöne Woche.